So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen The Bellows. Das ist ein Horrorspiel. Und ist auch so das erste Horrorspiel für mich in VR. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Oh! Jetzt habe ich Hände und das Licht ist aus. Ja. Oh, hallo. Jetzt ist er wieder weg. Kann ich hier? Darf ich? Oh! Ich kann sitzen. Ich kann nicht zurücklaufen, fällt mir gerade auf. Ich muss mich dafür umdrehen. Ich hoffe, das geht nicht so auf Jumpscares. Also eigentlich bin ich nicht so schreckhaft, ich habe nur das Gefühl, in VR wird das jetzt ziemlich asozial. Gehen erstmal den sicheren Weg. Ah. Jetzt ist es zu ruhig. Ist da vorne was? Nein, okay. Kann ich? Okay, da kann ich nichts machen. Ja. Eine nette Familie. Haut nicht hin. Du Scheiße, ich bekomme hier jetzt schon Gänsehaut. Das ist echt fies. Also, es sieht wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Als oh. Oh. Sieht das zu schön. Ja, hallo? Sieht als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man das selber spielt. Das ist echt nicht schön. Ja, macht ihr euer Ding, macht ihr euer Ding. Nein, okay. Oh. Ah, jetzt da, weg damit. Das ist echt grausam. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel so hart ist. Also, es passiert an sich noch nicht viel. Aber in VR ist das doch nochmal ganz anders wie nur mit Headset auf. Und man kann halt jederzeit so vom Monitor weggehen. Okay, hier gibt es keine Schwerkraft, oder? Ja, cool. Ja, egal. Wir gehen weiter. Bücher kann ich anscheinend nicht nehmen. Okay, vor mir ist hier nichts. Ups. Sieht aus wie ein Haus von Resident Evil. Ja, das Gefühl, ja, die Tür haut es gleich zu. Was ist denn das hier? Okay, dann kann ich nichts machen. Die Lampe geht doch safe aus. Ne? Okay. Ja, Gott im Himmel. Ich wollte hier was machen. Ich wollte nicht, dass. Also die Töne sind schrecklich. Ich finde es ganz cool, dass das hier alles so keine Ding hat. Keine Schwerkraft. Ja, du hast das Gefühl, ich scheiß mich hier richtig ein. Ich muss nochmal betonen, was Horrorfilme und alles angeht, bin ich echt hart im Nehmen, würde ich sagen. Aber das ist eine andere Hausnummer hier.
Da! Seid ihr Zombies? Hallo? Greift ihr mich später an? Muss ich euch ausweichen? Ich hoffe, ich bleib weg von euch. Ich will nicht darunter. Was kann ich eigentlich machen? Okay. Ich lenke schon wieder ab. Sollte das Video übrigens schwarze Balken haben, nicht wundern. Das hat eine komische Auflösung, das Ganze. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das in OBS machen kann. Aber ich versuche das mit After Effects oder einem anderen Programm wegzumachen. Oh nö. Da fliegt doch gleich sicher alles durcheinander, oder? Oh! Da atmet jemand. Uiuiuiuiui, ja Gott im Himmel, leck mich am Arsch! Da hat jemand geatmet. Hier. Hat man das gehört? Oh Gott, geh weg, Buch. Geht weg, ihr alle. Ich hasse euch. Jetzt ist es neu. Kann ich hier durch? Ich weiß eben auch nicht in diesem Spiel, ob ich sterben kann oder nicht. Ich hoffe einfach mal. Was? Kann ich hier? Ich konnte gerade kurz nicht weitergehen. Ah. Ich will mich da nicht hinlegen. Buh! Geh weg! Ich will nicht. Gott, sagt mein Gott, ey. Okay. Nein, 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 nein. Nein! Oh, ich will da doch nicht. Ich habe jetzt meine Ding losgelassen, meine Lampe. Habe ich die jetzt nicht mehr? Scheiße, ich habe meine Lampe nicht mehr. Der steht hier. Oh, ist. Nein! Was ist passiert? Das Spiel ist weg. Oder lädt. Hallo? Achso, das hat geladen, okay. Ich glaube, ich kann nicht sterben in dem Spiel. Ah. Okay. Boah, das sind ziemlich hohe Räume, oder? So, Lampe. Das stört auch gar nicht. Schaut mal meine Hand an. Also, ich zitter von Haus aus. Also, das liegt jetzt nicht am Spiel, ja? Das sind die Rohre. Das sind die Rohre, okay. Da vorne kommt gleich was. Kann ich hier? In der Tür hier. Oh. In der Tür hier kann ich nichts machen. Jumpscare. Sehr beruhigend. Wow. Wow. Hi. Hi. Nein. Ich will doch lieber zu dem Doktor. Der war mir jetzt doch sympathischer im Endeffekt. Der hat mir bis jetzt noch nichts gemacht.
Okay, was haben wir hier? Work RX. Und eine. Oh, da wird spannend. Bring sie um! Ich bin unschuldig. Warum bringt er eigentlich andere um? Lässt mich in Ruhe. Gehe ich hier hin? Ich weiß nicht, ob wir hier lang sollen. Da ist der Doktor lang. Aber wir gucken uns ja mal alles an. Übrigens hoffe ich, ich lehne mich nicht zu weit weg von der Kamera. Jetzt kommen wieder diese Rohrsounds. Hey, die Türen sind doch Arschlöcher. Entschuldigung für den Ausdruck, aber Connor, muss was passieren. Beweg dich. Ich schau weg und buh. Nein? Okay. Ich kann das Ding gar nicht mehr loslassen. Okay, ich probiere hier gerade überall zu interagieren, aber das funktioniert nicht. Was ist denn hier eigentlich? Ach, ein Hocker. Okay. Also hier kann ich mich auch nicht verstecken. Was ist das? Das könnte nützlich sein. Nee. Okay, ich glaube, ich muss hier tatsächlich nichts machen, außer durchlaufen. Ja, ich kann hier. Doktor. Du bist nicht sehr lieb. Also ich kann hier hauptsächlich, glaube ich, nur laufen. Ganz kurz muss ich jetzt mal gucken, wie ich stehe. Oh Gott, ich stehe ja grausam. Egal. Ich stehe jetzt zu euch seitlich. Ich kann da nichts dafür, ja? Wo bin denn ich jetzt? In einem Scheißhaus. Ja. Ja. Das war hinter mir. Bleib weg. Oh. Ich brauche einen Schlüssel. Fuck. Es ist blöd, ich kann nicht nach hinten laufen. Lol. Ui. Oh. 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 Ich bin die Säule. Meine Damen und Herren, ich bin die Säule. Was hast denn du für ein Gollum? Duh. Hallo? Leben Sie? Ich kann den Schlüssel nicht wegtun. Ich würde Ihnen ja helfen. Ich könnte sie wiederbeleben, aber das bringt nicht viel. Sie sehen ziemlich scheiße aus. Hauptsache Gollum bleibt weg von mir. Ich ergebe mich. Immer stehen die andere Lichtung gehen. Da war der Doktor. Dich kenne ich woher? Das Bild kommt mir bekannt vor, also das Kind. Kann man ja mal die Lampe reparieren? Wenn ich nach oben schaue, flimmert's gar nicht, nur unten. Hey Doc? Nein? Ich will nicht. Mein Gott, das ist so billig. Man läuft, irgendwann kommt ein heller Ton. Oh, da kann ich ein bisschen reingucken. Aber da ist nichts Spannendes. Es kommt ein hoher Ton oder ein stumpfer Ton, je nachdem. Und
Dann kommt ein Schocker. Oh mein Gott. Oh, was passiert denn hier mit der Grafik? Ach, okay, das. Was ist denn das? Was soll denn das darstellen? Soll das eine Wirbelsäule oder was sein? Das kann ja gar keine Wirbelsäule darstellen, außer eben eine extrem verkrüppelte, komische, hässlich designte. Ropex. Lalalala. Okay, bin schon ruhig. Sind das Puppenarme? Oder sind das Menschenarme mit Puppenbeigeschmack? Lampe? Ich finde schön, dass die Lampe hier nicht leuchtet. War da vorne nicht gerade noch Licht? Na doch, ist schon noch da. Was bist denn du bitte? Das ist wahrscheinlich dieses Gollum-Viech, was wir vorhin gesehen haben. Was bist du? Das ist, glaube ich, ein Körper und was da so nach oben steht, ich will es nicht wissen. Boah, das backt gerade ziemlich hart. Da steht. Bin das ich? Nee, da steht jemand. Oh. So tot. Ich finde es schade, dass man durch die Türen irgendwie nie durchgehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein wollen würde, aber. Da kommt jetzt wieder ein Jumpscare. Da muss ein Jumpscare kommen. Ich finde es aber gut, dass man nicht sterben kann. Ich stelle mir das in VR mega schwierig vor, mit der Steuerung wirklich gut zurechtzukommen. Dass man, gerade wenn man jetzt. Wenn man diesen Horror. Herrgott, sagt schon wieder dieses Gollum. Wenn man diesen Horrorfaktor hat, dass man da dann sich richtig bewegt und alles. Ihr wisst, was ich meine. Okay, Gollum ist einfach verschwunden. Dann gehen wir weiter. Oh, interaktives Spielerlebnis. Ich muss hier durchcrouchen. Oder kann ich hier? Kann ich hier? Bin ich zu fett? Seitlich? Nein. Oh. Ah. Bin ich auch hierfür zu? Hä? Jungs? Ich. Oh! Hallo? Okay. Ich glaube, dieser Weg ist nicht vorgesehen. Ich hab's versucht, Jungs. Ich hab's versucht. Hier soll ich wohl dann auch nicht lang. Ach, warte mal. Ja, logisch, der Knopf wird sicher funktionieren, ne? Muss ich doch hier lang? Ist komisch, weil, das Gollum-Viech ist hier lang, aber hier war ja kein Weg mehr, oder? Ach, dahinter, okay. Okay. Hallo! Guten Tag! Ui! Was ist mit deinen Augen los? Das schauen wir uns mal genauer an. Ja, das sieht nicht unbedingt gut aus, meine Liebe. Du liegst auch hier ziemlich unanständig, ja? Lassen wir das. Okay. Hey! Wer hat denn jetzt? Stehst du hinter mir?
Nee, 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 nee. Geh nicht raus. Bleib da drin. Wenn du rauskommst, ich schlag dir so virtuell in die Fresse. Geh nicht raus, ja? Oh, muss ich da lang? Muss ich? Ich will nicht. Bring mich nicht um. Oh Gott, 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 geh doch weg, geh doch weg. Junge. Ich habe meine Lampe, aber die leuchtet nicht. Hallo? Hallo? Aufzug. Ist for freight only, not for passengers. Was heißt denn freight? Ja, ich will hier nicht hin. Block A, B, C, Klinik, Mentalklinik, Morge. Okay, ich schau mal ganz kurz. Okay, ich dürfte in der Kamera stehen. Oder? Sieht gut aus. Bist du mal in jetzt gelandet? Was? Das Spiel nimmt gerade komische Züge an. Vor allem ist jetzt der Doktor tot. Ich dachte, der Doktor. Ja, komm, erschrick mich nochmal. Ich dachte, der Doktor ist die Bedrohung. Dabei ist es der. Stören gerade die Kabel. So ein bisschen, wie stehe ich denn schon wieder? Oh Gott. Okay. Das erklärt so einiges. Ich stehe mal wieder absolut komisch. Ich dachte tatsächlich, der Doktor ist die Bedrohung. Ching, Chang, Chong. Ich hoffe für dich, dass du schläfst. Ja, war wohl nix. Ich hab verstanden, ich soll da nicht lang. Okay. Gucken wir uns das Ganze mal von näherem an. Das ist der Doktor, ne? Wenn du jetzt nochmal aufstehst, ich sag's dir, ich mach dich fertig. Wie gesagt, virtuelle Schelle. Der sieht nicht mehr gut aus und der hat auch keine Pupillen. Also der war am Anfang der Bösewicht, aber irgendwie. Jetzt wurde er selber ziemlich zerstört. Manchmal macht der Ton auch ganz komische Faxen. Also das Spiel ist noch nicht so auf ausgereift. Ist auch noch eine Trial-Phase. So, meine Nase hier kurz. Entschuldigung. Oh, nein. Na, nein. Er bewegt sich das auf der Stelle, oder? Das bewegt sich auf der Stelle, hä? Nein! Ich box dich. Verdammte Scheiße. Das war fies. Spiel, du bist gemein. Gänsehaut habe ich auf jeden Fall. Wohl fühle ich mich auch nicht. Spiel? Hallo? Ist das Spiel gecrashed? Ich weiß nicht, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Nein, das Spiel läuft angeblich noch. Ein Augenblick. Ich checke mal die Lage.
Ja, das Spiel läuft noch. Hab ich's durchgespielt? Oder habe ich es kaputt gemacht? War das das Spiel? War das das Ende? Also das Spiel hatte ja auch kein Menü am Anfang. Es könnte gut sein, dass das jetzt einfach das Ende war. Ja, gut, dann hätte ich gesagt, wir machen hier einfach mal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr es fandet, mir beim Einscheißen zuzuschauen. Ansonsten, wenn ihr selber eine VR-Brille habt, spielt das Spiel mal selber, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn man mittendrin ist, ist das echt weit schockierender, sage ich mal, wie wenn man es sich nur anschaut. Ich hoffe, man hat gesehen, wie unwohl ich mich gefühlt habe und alles. Dann hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich google nur mal noch, ob das tatsächlich das Ende war oder ob es abgestürzt ist. Soll es abgestürzt sein, dann spielen wir das Ganze einfach nochmal. Also bis dann, tüdelü.